all dieses zusammen ist natürlich schon ein Verbrechen, was sehr schockiert. Ja, beide eigentlich aus geordneten Verhältnissen stammen, keine Berufsverbrecher. Es ist ein 19-Jähriger aus bisher noch nicht hundertprozentig geklärten Gründen in den Kopf geschossen worden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er diese Drogen für sich behalten wollte. Einer hat gesagt, wir waren von Anfang an sehr misstrauisch. Wenn man jetzt jemanden über viele Jahre lang kennt und erfährt dann im Prozess Dinge, die einem völlig unbekannt waren und die sicherlich auch schockierend sind, das ist schon nicht so einfach. In dieser Folge sprechen wir über einen Gerichtsprozess, der seit dem 1. Juli hier in Leipzig stattfindet und der viele in Leipzig bewegt und erschüttert. Es handelt sich um den Mord an den 19-jährigen Jesse L. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge LVZ Unsere Story, der Podcast, der hinter die Recherche blickt. Mein Name ist Nicole Gjiva und in dieser Folge spreche ich mit LVZ-Reporter Frank Döring. Er sitzt regelmäßig im Gerichtssaal und berichtet über die verschiedensten Fälle. Und auch im Mordfall an Jesse L. sitzt er immer wieder im Gericht, um darüber zu berichten. Da Gerichtsprozesse schnelle Wendungen bekommen können, hier der Hinweis, wir nehmen diese Folge am 22. September auf. Frank, warum erschüttert dieser Fall Leipzig? Darüber kann ich jetzt eigentlich auch noch mutmaßen. Also es ist ja so, es sind zwei junge Männer, fast nur Jugendliche involviert, die ja beide eigentlich aus geordneten Verhältnissen stammen, keine Berufsverbrecher, beide auch bisher nicht mit dem Gesetz kollidiert. Und es ist ein 19-Jähriger aus bisher noch nicht hundertprozentig geklärten Gründen in den Kopf geschossen worden. Und all dieses zusammen ist natürlich schon ein Verbrechen, was sehr schockiert. Nicht nur den sehr großen Freundeskreis, den beide hatten, sondern natürlich auch unbeteiligte Personen, viele Eltern, viele Gleichaltrige, die sich fragen, was ist da eigentlich passiert? Und ich denke, das ist vielleicht auch ein Grund, warum gerade dieses Verfahren so großes Interesse hervorruft. Du hast jetzt schon ein paar Sachen angerissen. Was genau ist denn passiert? Der Angeklagte Max D. soll am 11. Januar seinen Bekannten Jesse L. auf einem Feld bei Schkeuditz getötet haben. Aber wie soll das funktioniert haben? Was soll er genau gemacht haben? Warum hat er das gemacht? Das sind so die Fragen, die dann natürlich im Raum stehen. Ja, gerade diese Frage des Warums ist natürlich jetzt auch eine, die sich das Gericht innerhalb der Hauptverhandlung jetzt stellt. Die Anklage der Staatsanwaltschaft ist relativ klar. Also man sagt als Anklagebehörde, dass beide wohl auf dem Weg zu einem Drogengeschäft bei Schkeuditz waren. Das ist inzwischen im Prozess auch sehr herausgearbeitet worden und relativ unstrittig. Das Auto, mit dem sie gekommen, wurde dann im Bereich der Theodor-Heuss-Straße, Altscherbitzer Straße, gestoppt. Und Max D., der Angeklagte, soll dann, so sagt es die Staatsanwaltschaft, seinem Opfer einen Müllbeutel über den Kopf gestülpt und ihm mit einer Pistole ins Gesicht geschossen haben. Jesse L. wurde am rechten Auge und der rechten Wange getroffen, war auf der Stelle tot. Und den Leichnam soll der Angeklagte dann in einem Straßengraben versteckt haben. Das ist zumindest die Version, die die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage so formuliert hat. Hat der Angeklagte auch schon was dazu gesagt? Ja, das ist insofern bemerkenswert, weil zunächst mal seine Verteidiger eine Erklärung in seinem Namen abgegeben haben. Demnach war es tatsächlich so, dass beide, also sowohl Max D. als auch Jesse L. an diesem Abend auf dem Weg zu einem Drogendeal bei Schkeuditz waren. Nachdem das Auto dann gestoppt hatte, soll Jesse L., so sagt es die Verteidigung, seine Tasche, in der sich 5 Kilogramm Marihuana befunden haben, aus dem Kofferraum genommen haben. Diese Tasche hatte man zuvor in einem Spätverkauf in Mölkau abgeholt und wollte sie dann bislang unbekannten Käufern übergeben. Jesse hat sich dann Arbeitshandschuhe angezogen und eine Schusswaffe hervorgeholt. So sagt es zumindest die Verteidigung. Max D., also beziehungsweise seine Verteidiger, behaupten, dass er die Waffe dabei hatte, um diesen Drogendeal abzusichern, weil es an ihm, also dem Jesse, ein unbekannter Geschäftspartner gewesen ist und er da auf Nummer sicher gehen wollte. Er soll dann Max D. gebeten haben, die Waffe zur Abschreckung bei sich zu tragen, während er sozusagen die Drogen übergibt. Und bei dieser Übergabe soll dann Max D. vom Gewicht der Pistole so überrascht gewesen sein, dass er sie nicht richtig zu fassen bekam. Beim Auffangen habe sich dann dieser Schuss gelöst und Jesse L. ins Gesicht getroffen. Er hat sogar für den Müllbeutel, der in der Anklage eine Rolle spielt, über dem Kopf des Opfers eine Erklärung. Und zwar diese, dass er
diesen Müllbeutel dem Opfer über den Kopf gezogen hatte, weil er diesen Anblick nicht ertragen konnte. Max D. selbst hat dann in einem weiteren Prozesstag nochmal eine andere Tatversion präsentiert. Und zwar soll dann dieser Schuss sich nicht gelöst haben bei der Übergabe der Waffe, sondern tatsächlich bei, wenn man so nennen will, Zielübungen. Also Jesse soll dann angeblich der Meinung gewesen sein, Max D. müsse die Waffe dann im Zweifelsfall schnell ziehen, wenn nämlich die Geschäftspartner nicht so reagieren wie geplant und vielleicht statt des Geldes für die Drogen dann ein Messer ziehen und da man sich da vielleicht dagegen schützen muss. Und deswegen soll Max D., so wie er sagte, das geübt haben, die Waffe aus seiner Jacke schnell herauszuziehen und hochzureißen. Und dabei, so hat er es dann selber geschildert, soll sich dann der Schuss gelöst haben. In Höhe des Gesichtes von Jesse L. Das ist dann sozusagen leicht variiert, dann nochmal seine spezielle Version, während die Verteidigung, wie gesagt, von diesen Zielübungen erstmal noch gar nichts erzählt hat. Er hat auch gesagt, dass er mit Waffen bisher überhaupt keine Erfahrung gemacht hat, nie was damit zu tun hatte. Und auch, obwohl er ja zugegeben hat, schon länger in Drogengeschäfte verwickelt gewesen zu sein, auch bisher nie eine Waffe bei sich getragen zu haben. Und das ist also das, was jetzt sozusagen das Gericht herausfinden muss, welche dieser Versionen nun den Tatsachen entspricht oder ob es nicht doch so ist, wie die Anklage sagt. Fakt ist eins, ein Waffensachverständiger hat bereits festgestellt, dass die Tatwaffe, aus der sich dann der Schuss gelöst hat, über keinerlei Sicherung verfügte. Also eine Sicherung war gar nicht eingebaut und eine zweite, die dann normalerweise in dieser Waffe ist, war eben defekt. Also im Grunde genommen, wenn die Waffe durchgeladen ist, braucht man nur noch den Abzug drücken und dann löst sich ein Schuss. Wer ist denn Jesse L. und wer ist Max D. und wie stehen sie denn überhaupt miteinander zusammen? Also welche Beziehung haben die zueinander? Also Max D. hat im Prozess ausgesagt, dass er Jesse L. etwa seit 4-5 Jahren kennt. Sie haben aber wohl unterschiedliche Freundeskreise und jetzt auch nicht allzu viel Zeit miteinander verbracht. Sie haben sich kennengelernt etwa zu jener Zeit, als sie beide als Teenager wohl erste Kontakte mit Drogen hatten. Möglicherweise war das so ein gemeinsamer Berührungspunkt. Ansonsten ist bekannt, dass Jesse ein durchaus talentierter Hobbyfußballer gewesen ist, war Fan von 1. FC Lokomotive Leipzig, hat den Realschulabschluss und auch seit kurzem seine erste eigene Wohnung. Seine Mutter ist Friseurin, sein Vater Montagearbeiter. Freunde und Angehörige haben ihn so beschrieben als einen absolut typischen Jugendlichen, der sicherlich mal seine Grenzen ausgelotet hat, aber im Wesentlichen eigentlich ein sehr freundlicher, hilfsbereiter, zuverlässiger junger Mann gewesen sei. Max D. stammt aus einem Arzthaushalt, nach allem, was man weiß. Er war wohl auch als Schüler ein recht begabter Klavierspieler. Und beide sind dann wohl aus bisher noch nicht genau erläuterten Motiven zum Drogenkonsum gekommen und später dann dadurch wahrscheinlich auch in die Drogenszene abgerutscht. Also waren jetzt beide nicht miteinander befreundet oder haben sich nur flüchtig gekannt? Sie kannten sich schon mehrere Jahre, wie gesagt 4-5 Jahre, aber es ist jetzt noch nicht im Prozess so deutlich geworden, dass sie waren jetzt nicht eng befreundet, dass sie sozusagen jedes Wochenende miteinander verbracht hätten. Mhm. Ja. Welches Motiv könnte denn Max D. dann gehabt haben? Also die Staatsanwaltschaft hat ja neben dem Mordmerkmal der Heimtücke auch Habgier genannt. Der Staatsanwalt hat es so formuliert, Gewinnstreben um jeden Preis war so das Hauptmotiv des Angeklagten. Er soll ja, zumindest laut Anklage, unmittelbar nach dem Mord mehrere Sporttaschen seines Opfers und sehen sich dann eben wirklich kiloweise Marihuanablüten und Cannabisblüten befanden, an sich genommen haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er diese Drogen für sich behalten wollte, möglicherweise weiterverkaufen wollte. Ein mögliches Motiv könnte dabei ja sein, und das hat auch Max zumindest zugegeben, dass er eben ganz erhebliche Schulden hat. Also es gab zum Beispiel bei einer Gruppierung, die er jetzt nicht näher benannt hat, weil er wohl 35.000 Euro aus einem geplatzten Drogendeal an Schulden gehabt haben. Und man kann sich ja ungefähr vorstellen, wie in dieser Szene dann auch mit sagen wir mal, Schulden, die nicht bezahlt werden können, umgegangen wird. Also der Druck auf ihn dürfte schon durchaus erheblich gewesen sein. Ob das letztlich das Tatmotiv war, das wird jetzt die Hauptverhandlung zeigen.
Aber zumindest ist die Staatsanwaltschaft der Überzeugung, dass es einfach darum ging, dass er die Drogen, die eigentlich dem Jesse da gehört haben sollen, an sich gebracht haben will. Wie sind die Ermittler auf Max D. gekommen? War es ihnen schnell klar, dass er das gewesen sein könnte? Jesse L. galt für die Polizei zunächst als Vermisstenfall. Also die Angehörigen und Freunde haben ja da eine groß angelegte Suchaktion gestartet über soziale Medien und so weiter und so fort. Und bei dieser Suchaktion soll irgendwann auch der Max D. aufgetaucht sein. Er hat wohl auch, das hat er später auch im Prozess inzwischen eingeräumt, die Geschichte erzählt, dass er gemeinsam mit Jesse zu einem geplanten Treffen in Halle war und Jesse dann wohl, weil er selbst noch was Dringendes zu tun hatte, mit dem Auto am Hauptbahnhof Halle abgesetzt hat. Das war also auch die Version, von der die Polizei zunächst mal ausgegangen ist. Freunde von Jesse, die sich an der Suche beteiligt haben, haben aber schon gesagt, dass das eigentlich schon von Anfang an ihnen etwas komisch vorkam. Weshalb hat der Max den Jesse nicht mit zurück nach Leipzig genommen, wenn er dort einen Trinkentermin hatte? Und warum setzte er ihn dann am Hauptbahnhof in Halle ab, um dann allein nach Leipzig zurückzufahren? Also das hat sich den Freunden zumindest nicht sehr erschlossen. Einer hat gesagt, wir waren von Anfang an sehr misstrauisch. Zumal Max bei der Suche dann wohl auch sehr scheinheilig, überfreundlich aufgetreten sein soll. Also das kam zumindest den Freunden schon von Anfang an etwas komisch vor. War die Polizei auch schon skeptisch? Oder? Er hat dann gegenüber der Kripo die Geschichte erzählt, so hat er es im Prozess zumindest berichtet, dass konkurrierende Drogendealer möglicherweise hinter diesem Tötungsverbrechen stecken könnten. Also er hat dann wohl gesagt, dass ein Deutscher und zwei Ausländer am Tatort gewartet hätten. Sie hätten dann Max D. weggeschickt. Er sei dann auch gegangen und kurz darauf habe er einen Schuss gehört, sei dann kurz darauf zurückgekehrt und habe eben dann den toten Jesse L. gefunden. Er hat im Prozess erzählt, er habe diese Geschichte und auch die Geschichte mit dem Treffen in Halle eigentlich nur erfunden, weil er keinen Bock hatte, wie er sagte, in den Knast zu gehen. Und das ist natürlich insofern nachvollziehbar. Also natürlich will niemand jetzt ins Gefängnis, aber ein junger Mensch, der in einem gutbürgerlichen Elternhaus aufgewachsen ist und bisher keinerlei Hafterfahrung hat, für den ist das nochmal eine ganz andere Hürde, wenn er jetzt sozusagen erwarten muss, dass er jetzt für längere Zeit hinter Gittern verschwindet. Und da hat er möglicherweise dann in der Phase, als noch nicht klar war, dass es sich bei ihm um den Tatverdächtigen handelt, seitens der Polizei, alles versucht, um den Verdacht von sich zu lenken. Mögen die Geschichten, die er da erfunden hat, noch so absurd gewesen sein. Später im Ermittlungsverfahren kam dann irgendwann der Moment, als nachdem man eigentlich schon auch dieses Feld in Schkeuditz abgesucht hatte und den sehr gut versteckten Leichnam noch nicht gefunden hatte, muss es wohl dann so gewesen sein, dass Max D. die Ermittler mehr oder weniger selbst zum Tatort geführt hat. Das haben zumindest Beamte im Prozess berichtet. Der Leichnam war ja in diesem Graben dort versteckt und im Gebiet, wo eigentlich auch relativ wenig Menschen normalerweise lang gehen. Er war wohl abgedeckt mit Pflanzenteilen. Der Polizist sagte, als sie dort eintrafen, lag also der Tote auf dem Rücken. Die Kleidung war blutdurchtränkt, das im Gesicht waren große Mengen Blut. Ein Schuh von Jesse war ausgezogen. Er hatte auch nur noch einen Arbeitshandschuh an. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass der Angeklagte den Leichnam dann wahrscheinlich an Händen und Füßen eben in den Graben gezerrt hat, bevor er ihn dann dort versteckt hat. Du hast es vorhin schon beschrieben, beide führen ja ein sehr geordnetes Leben oder haben ein sehr geordnetes Leben geführt. Wie kann es sein, dass sie in der Drogenszene gelandet sind, also sowohl das Opfer Jesse L. als auch Max D., der Angeklagte? Naja, das ist ja im Laufe der Hauptverhandlung noch nicht so im Detail erörtert worden. Da geht man ja wahrscheinlich, oder da wird man auch noch auf den Werdegang von Max D. eingehen, wie er aufgewachsen ist, welche Schulbildung er hatte und wie es dann weiterging. Und da wird sicherlich auch diese Frage dann eine große Rolle spielen, wie es eigentlich dazu kam, dass er nach jungen Jahren dann schon so tief in Drogengeschäfte verstrickt ist, wie er selbst eingeräumt hat. Eine Vermutung ist, dass beide möglicherweise über den eigenen Konsum selbst dann auch in den Handel mit Rauschgift gekommen sind. Das ist jetzt kein ganz neues Phänomen, dass man also, dass es, sagen wir mal, nicht nur rein professionelle Dealer gibt, die nur Drogen verkaufen und selbst nicht konsumieren, sondern dass es eben zunehmend auch der Fall ist, dass also Leute, die selbst regelmäßig Drogen nehmen, dass man damit mehr oder weniger auch beauftragt, einen Teil dieser Drogen zu verkaufen, dann vielleicht eine
Menge für sich zum Eigendorf zu behalten. Aber das ist eben jetzt in dem Fall nur eine Mutmaßung, weil das in anderen Fällen tatsächlich so der Fall war. Wie das hier ist, muss man erstmal abwarten, was da sozusagen im Prozess dann bekannt wird. Was auf jeden Fall auffällig ist, zumindest was Max D. anbelangt, das haben von ihm ja einige Freunde auch im Prozess ausgesagt. Er muss sich wohl in einem Freundeskreis bewegt haben, wo Geld, viel Geld zu haben, eine enorm große Rolle gespielt hat, so wurde es zumindest deutlich. Also es waren dort junge Menschen im Zeugenstand, die bereits über erstaunliche finanzielle Mittel verfügten. Es war beispielsweise ein Bekannter von Max D., der im Prozess dann sagte, dass er eben dem Angeklagten mal 25.000 Euro geborgt hat. Ein anderer habe ihm 8.000 Euro gegeben. Und das ist natürlich so, wenn man das dann hört, das sind ja Summen, da haben ja selbst viele älteren Arbeitnehmer schon Schwierigkeiten, überhaupt so viel Geld dann einfach mal aufzubringen, geschweige denn, sie sozusagen von jetzt auf gleich jemanden mal borgen zu können. Das war schon bemerkenswert und es könnte durchaus sein, das ist aber eben auch nur eine Mutmaßung, dass Max D. vielleicht einen gewissen Druck verspürt hat, auch recht schnell an viel Geld zu kommen, um sich eben in einem solchen Freundeskreis behaupten zu können, um da mithalten zu können. Und manchmal ist es eben so, dass man viel Geld in kurzer Zeit nicht nur mit legalen Jobs verdient. Und die Gewinnspanne im Drogenhandel ist bekanntermaßen ja nicht gerade gering. Wie geht es denn der Familie des Opfers? Ich meine, du bist ja immer wieder im Gerichtssaal dabei. Sind sie auch vielleicht, also sitzen sie da dabei tatsächlich? Nein, die Familie ist nicht im Prozess dabei. Die werden vertreten von einem Rechtsanwalt, der als Nebenklagevertreter an jedem Prozesstag beteiligt ist. Die Eltern hätten die Möglichkeit, neben ihm da im Verhandlungssaal Platz zu nehmen und jeden Prozesstag zu verfolgen. Das machen sie aber nicht. Sie verfolgen das wohl, so hat uns der Rechtsanwalt berichtet, sehr aufmerksam, einmal über die Medienberichterstattung, zum anderen aber sagt auch der Anwalt ihnen jedes Mal natürlich, was im Prozess eine Rolle gespielt hat. Sie sollen auch wohl zu keinem Zeitpunkt später vor Gericht erscheinen, das sei also nicht geplant. Der Bruder von Jesse L., der kommt ja nun für das Gericht als Zeuge in Betracht. Das heißt, solange er noch nicht als Zeuge vernommen wurde, darf er gar nicht an dem Prozess teilnehmen und wird dann sozusagen später noch zu dem Ganzen vernommen. Er hat sich ja auch maßgeblich damals in der Suchaktion beteiligt nach seinem Bruder. Und ich denke, solange er nicht als Zeuge gehört wurde, wird man ihn auch nicht vor Gericht sehen. Und wie geht es der Familie? Also sie sind, nachdem man ihnen die Todesnachricht überbracht hat, sind sie ja seelsorgerisch betreut worden, waren auch, sind es auch noch in psychologischer Behandlung bei der Eltern. Das ist natürlich jetzt für Eltern die schlimmste Nachricht, die man überhaupt bekommen kann. Das eigene Kind stirbt und dann auf so eine furchtbare Art und Weise. Sie wollen jetzt im Prozess, so hat uns der Anwalt der Familie gesagt, eigentlich nur, dass die Wahrheit ans Licht kommt, dass sie wirklich dann erfahren, was ist wirklich passiert, um mit dem ganzen Geschehen abschließen zu können. Und ein Punkt ist ja zum Beispiel, das hatten wir im Vorhinein ja auch berichtet, dass sie über mögliche Drogengeschäfte ihres Sohnes ja keinerlei Informationen hatten. Also sie wussten davon nichts und sind jetzt natürlich auch davon sehr überrascht worden, was in der Hauptverhandlung da jetzt alles ans Tageslicht kam. Das ist sicherlich auch erstmal für sich genommen schon schwer zu verarbeiten. Und ich denke aber, auch wenn man sich in so eine Situation nur sehr, sehr schwer reinfühlen kann, dass es für die Eltern schon jetzt eine sehr große Rolle spielt, dass dieses ganze Tatgeschehen, was sich da ereignet hat, dass das umfassend und auch zweifelsfrei aufgearbeitet wird. Wie ist denn generell so die Stimmung im Gerichtssaal? Ich meine, wenn das ja so ein erschütternder Fall ist und da vielleicht auch Zuschauende dabei sind sogar. Wie nimmst du das wahr, wenn du dort bist? Naja, es sind tatsächlich immer sehr viele, viele Besucher bei diesem Prozess dabei, mehr als bei vielen anderen Prozessen, die wir so verfolgen. Sind natürlich Leute aus dem Freundeskreis, Bekannte, die dort teilweise wirklich jeden Prozesstag dabei sind und das verfolgen über mehrere Stunden hinweg. Die Reaktionen sind natürlich schon so, dass man dem entnehmen kann, dass auch für sie da vieles, was da in einem Prozess bekannt wird, schon neu ist. Und
dass sie sicherlich auch selbst damit jetzt auch erstmal umgehen müssen. Ja, denn wenn man jetzt jemanden über viele Jahre lang kennt und erfährt dann im Prozess Dinge, die einem völlig unbekannt waren und die sicherlich auch schockierend sind, das ist schon nicht so einfach. Warum berichtet denn die LVZ überhaupt über so eine Mordfälle, über solche Taten? Beziehungsweise warum berichten Medien überhaupt über so etwas? Ist das nicht auch ein bisschen voyeuristisch? Man kann natürlich jetzt nicht ausschließen, dass die vielen Leute, die Berichterstattung über Mordfälle verfolgen, dass das nicht möglicherweise auch voyeuristische Motive sind, die diese Leute antreibt. Also man sieht das ja bei schweren Unfällen auf Autobahnen, dass die sogenannten Gaffer ja dann auch stehen bleiben, teilweise Handyfotos machen. Das ist alles nicht schön. Und ich würde jetzt auch nicht komplett ausschließen, dass es jetzt bei der Berichterstattung über solche Verbrechen vielleicht auch ein Aspekt ist, den man beachten muss. Grundsätzlich ist es so, dass schwere Straftaten natürlich das Sicherheitsgefühl der Menschen extrem beeinträchtigen. Vor allem dann, wenn es noch in der eigenen Stadt passiert, möglicherweise in der eigenen Nachbarschaft. Das ist einfach so, dass man dann auch ein großes Informationsinteresse hat. Was ist da genau passiert? Warum ist das passiert? Das will man dann schon wissen. Und da haben Medien natürlich auch eine Aufgabe, darüber dann auch in einer angemessenen Form zu berichten. Und das ist aus meiner Sicht so ein bisschen auch die grundsätzliche Frage, wie man darüber berichtet. Also die Art und Weise ist dann schon durchaus entscheidend. Macht man das natürlich überwiegend voyeuristisch, kehrt eben jedes schreckliche Detail da hervor oder versucht man sich an einer sachlichen, überwiegend sachlichen Version, um dem Informationsinteresse eben gerecht zu werden und vielleicht diesen Voyeurismus, den du ansprachst, dann vielleicht eben nicht so zu 100% zu bedienen. Ja, das ist sicherlich in vielen Fällen eine Gratwanderung, weil wir natürlich als Journalisten auch immer bestrebt sind, möglichst viele Details in einer Berichterstattung zu nennen. Ich meine jetzt nicht nur die Berichterstattung über Verbrechen, sondern generell. Also man versucht natürlich, sehr viele Fakten durch eine Recherche anzuhäufen und die dann wiederzugeben. Und das ist natürlich genau hier jetzt eben schon ein Problem, wie viele der bekannten Fakten schreibt man dann auf und veröffentlicht sie und was sind dann vielleicht Punkte, die dann vielleicht dieses große Informationsinteresse an solchen Taten dann doch übersteigt. Wie entscheidest du das? Wie heißt es so schön, das ist dann immer vom Einzelfall abhängig, ne? Also es gibt natürlich, sage ich mal, Verbrechen, die an Kindern verübt werden, wo man sicherlich dann auch schauen muss, wie sind da die Persönlichkeitsrechte. Das Kind, was da zum Opfer wird, das hat ja nur noch ein ganzes Leben dann vor sich und soll jetzt auch nicht sozusagen dann als Opfer für alle Zeiten gebrandmarkt sein. Und da muss man schon sehr vorsichtig agieren. Und deswegen, das kann man jetzt so grundsätzlich, kann man das jetzt nicht sagen, das macht man jetzt immer so und so, sondern das ist dann, denke ich mal, von jedem Einzelfall abhängig. Es gibt auch Details, die schrecklich sind, wo man sagen könnte, das würde jetzt einen gewissen Voyeurismus bedienen, die aber für die Erzählung der Geschichte schon wichtig sind, weil sie natürlich auch dann möglicherweise ein besonderes Bild von dem jeweiligen Täter, von dem jeweiligen Angeklagten wiedergeben. Warum hat er eben jetzt nicht in diesem konkreten Fall, aber vielleicht in anderen Fällen, warum hat eben jemand 15 Mal auf sein Opfer eingestochen und nicht nur einmal. Ja, und das ist dann schon manchmal auch ein großer Unterschied, was das Motiv anbelangt, die Art und Weise, wie in so einem Verbrechen begangen wird und auch möglicherweise eine Aussage zulässt, wie gefährlich ist so ein Täter dann auch in der Zukunft. Du berichtest ja häufig über Gerichtsprozesse, über Taten, die sehr, sehr schlimm sind, die natürlich auch einen persönlich dann vielleicht auch irgendwie anfassen. Wie gehst du damit um? Also ich glaube grundsätzlich, dass das so etwas an keinem spurlos vorbeigeht, der sich von Berufswegen mit solchen Verbrechen beschäftigt. Das ist auch, glaube ich, ganz egal, wie lange man das schon macht. Egal auf welcher Seite man da jetzt steht, ob man jetzt als Journalist so etwas verfolgt, ob man als Staatsanwalt in eine Ermittlung eingebunden ist, ob man als Rechtsanwalt Angeklagte verteidigen soll. Ich denke, das ist bei allen mehr oder weniger so, dass sie
dass da schon dass so etwas noch nachhalt. Gerade bei besonders schlimmen Taten, denke ich, ist das schon der Fall. Man ist manchmal auch schon, also mir geht es jedenfalls so, schon erschüttert, wenn man im Verhandlungssaal die einzelnen Anklagepunkte hört. Gerade wenn es um Verbrechen und Missbrauchsfälle an Kindern geht, das merkt man dann schon, dass es dann schon im Gerichtssaal eigentlich einem extrem nahe geht. Und manchmal ist es aber dann, oder häufig ist es dann eher so, dass das Tagesgeschäft natürlich im Vordergrund steht. Also man hat dann auch schlicht und ergreifend häufig keine Zeit zur inneren Einkehr. Das ist dann einfach so, man muss die Fakten aufnehmen, man muss sie schnell aufschreiben. Das mag sich vielleicht ein bisschen kaltschnäuzig anhören, ist aber dann so. Man merkt es dann aber zum Feierabend, wenn man ein bisschen zur Ruhe kommt, dann ist es dann schon so, dass man schauen muss, dass man den Kopf auch dann frei bekommt und ja, nicht alles so an sich heranlässt. Kannst du uns jetzt in dem speziellen Fall einen kleinen Ausblick geben? Wann fällt wohl das Urteil und wie geht es jetzt wohl weiter? Also Stand jetzt sind noch 5 Verhandlungstage vorgesehen. Der letzte Verhandlungstag wäre nach der Planung des Gerichts der 23. November. An dem Tag könnte dann also ein Urteil verkündet werden. Das hängt natürlich jetzt auch davon ab, inwieweit das Gericht jetzt noch den Bedarf sieht, zusätzliche Punkte in der Beweisaufnahme zu berücksichtigen. Gerade weil es eben auch so ist, dass es ja durchaus unterschiedliche Tatversionen jetzt gibt. Das, was die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage formuliert hat, unterscheidet sich ja dann zumindest in den Punkten, was die Mordmerkmale anbelangt, doch schon ganz erheblich von dem, was die Verteidigung und später dann auch der Angeklagte zu Protokoll gegeben haben. Das wird man sehen, ob dann diese verbleibenden 5 Verhandlungstage dafür ausreichen. Das Gericht wird jetzt die Aussagen von Max D. und auch die Erklärung seiner Verteidiger noch einmal genau abklopfen. Ist es plausibel, was Sie sagen? Es gibt beispielsweise ja ein rechtsmedizinisches Gutachten, wie immer in solchen Fällen. Aus dem kann man ja dann in aller Regel auch entnehmen, passt jetzt die Art der Verletzung, die man jetzt festgestellt hat bei der rechtsmedizinischen Untersuchung, passt die jetzt tatsächlich zu dem, was beispielsweise Max D. dann gesagt hat? Ja? Ist der Schusskanal so, dass das ein stimmiges Bild ergibt zu den Schilderungen vom Tatablauf des Angeklagten? Interessant ist sicherlich auch, das Gericht will nun nochmal das Geschehen am Tatort so nachstellen, wie es Max D. ausgesagt hat. Also das schnelle Ziehen der Waffe als Übung und das Hochreißen der Pistole bis zum Gesicht von Jesse und dann der Schuss, der sich dann angeblich aus Versehen gelöst haben soll. Ein Waffensachverständiger soll sich jetzt darum kümmern. Und das wird natürlich dann schon auch eine gewisse Rolle spielen, ob die Aussage des Angeklagten wirklich so plausibel ist. Und wenn das so der Fall sein sollte, dann wird natürlich auch die Frage sein, kann man dann diese Tat tatsächlich noch als Mord werten oder muss dann sozusagen ein anderer Tatvorwurf erhoben werden? Danke für deinen Einblick, Frank. Gerne. Und danke euch fürs Zuhören. Alle Artikel rund um den Prozess findet ihr wie immer auf lvz.de. Ich verlinke sie euch aber natürlich auch in den Shownotes. Da seid ihr dann schneller auf der Webseite. Wenn ihr jetzt noch Themenvorschläge, Anregungen oder vielleicht auch Fragen habt, dann schickt uns doch gerne eine Mail an podcast@lvz.de. Wir freuen uns über jede Nachricht. Und ansonsten bleibt es mir nur noch zu sagen, dass ich euch eine schöne Woche wünsche und mich auf das nächste Mal mit euch freue. Macht es gut und passt auf euch auf.